Ja, ich sitze hier gerade im Model 3 in meiner Garage von der Firma und ärgere mich, dass ich hier nicht aufladen kann. Und habe jetzt gedacht, auf der Rückfahrt nehme ich euch mal mit und wir diskutieren mal über Ladesysteme und wie lange man an Ladesäulen stehen soll und was die Kosten und mit den neuen Superchargern und was das alles bedeutet. Bleibt dran. Ja, das ist schräg. Jo, ich fahre nach Hause, Heimatadresse ist eingespeichert und ab geht's. Wie sieht's aus? Halbe Stunde fahren, okay. Bin ein bisschen zu spät dran. Mal schauen. Lautloses Losfahren, das ist auf jeden Fall mal super. Ich muss aber hier irgendwie meine Klimaanlage wieder einschalten und schon wird es wieder lauter im Auto. Ja, es ist natürlich super, wenn man hier irgendwie das Auto immer aufladen kann, wo man auch steht. Wir haben hier hinter den beiden eigentlich in unserem Parkhaus hier auch eine Ladestation. Ihr seht sie jetzt nicht. Die ist aber eigentlich für Kunden gedacht. Das ist mein Problem hierbei. So, mal ein bisschen noch hier justieren. So. Und sie funktioniert gar nicht. Ja, sie ist seit, ich glaube, nunmehr 2 Jahren außer Betrieb. Mit dem Handwerker, mit dem Elektriker auch schon gesprochen. Keine Ahnung, woran es genau liegt. Irgendwie mit der Abrechnung und so weiter und so fort. Und irgendwie hat man sich auf nichts einigen können wohl. Und es war dem Unternehmen zu teuer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nichts. Es gibt unten auch Stellplätze für Elektrofahrräder. Und da darf man, glaube ich, aufladen. Letzter Stand weiß ich auch nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Dann geht das natürlich nicht. Also ich kenne es von vielen, die jetzt hier wie ich Elektroauto fahren, dass die in der Firma die Möglichkeit haben, auch aufzuladen. Das ist ideal. Also prinzipiell sollten wir immer Elektroautos aufladen, wenn sie irgendwo länger stehen. Wo stehen sie länger? An zwei Stellen typischerweise, nämlich zu Hause, also die ganze Nacht über. Sowas im Bereich 10 Stunden meistens. Und tagsüber, weil in der Firma man arbeitet normalerweise 7,5. Mit Pause 8 Stunden vielleicht, so eine Größenordnung, ja, oder auch ein bisschen weniger. Dazwischen fährt man rum. Ja, das ist so. Ja, also fahren tut man eigentlich verhältnismäßig wenig am Tag. Ich fahre jetzt im Bereich von 2 Stunden rum wegen Stau. Normalerweise würde ich bloß 1 Stunde brauchen, also eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, sind 1 Stunde und so, ne? Rest des Tages steht das Auto rum. So, nächste Ladestation, die ich hier am Ort, wo meine Firma ist, habe, ist dort vorne. Die ist von ENBW. Ist also noch schon ein ganz schönes Stück. Da muss man schon noch mal 10 Minuten laufen und da ist teuer ENBW. Ja, und das ist auch nicht dazu gedacht, dass man da eigentlich dann die ganze Zeit so lädt. Das ist ja dann auch mehr oder weniger in der Hälfte der Zeit dann voll. Also zum Beispiel bei einem Tesla. Zumindest auch die Strecke, die man nur hergefahren ist. Ich bin nur 30 Kilometer hergefahren. So, jetzt merkt man auch schon was. Wie lange fahren eigentlich Leute in die Firma? Ja, sagen wir mal sowas von 1 Stunde Maximum. Das ist eine Entfernung, sagen wir mal, von 50 Kilometer Maximum. Hin und zurück sind 100 Kilometer. Ja, und eigentlich, wie gesagt, wenn sie nur herfahren und wollen nur das ausgleichen, was sie beim Herfahren wieder, was sie zurückkriegen wollen, da reicht ja Schuko zum Laden, ne? 3 kW, 4 kW oder sowas lädt ja da, reicht ja da vollkommen aus, wenn ich da eine Zeit habe. Wie gesagt, 6 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden, reicht da vollkommen aus. Also es geht immer nur um Ausgleich. Ja, und also das würde ja funktionieren. Und Schuko-Ladestrom, okay, wäre gar nicht so teuer. Also es wäre die trivialste Lösung mit dem Notladeziegel, den jedes Auto dabei hat, im Grunde die E-Autos in der Firma an einer ganz normalen Schuko-Dose aufzuladen. Klar ist das eine Dauerlast, wie gesagt, hier 3 Kilowatt vielleicht, ne? 3,5 Kilowatt sowas, je nachdem, 8 oder 13 Ampere, ne? Wir sind da noch im Zweifel, was das Model 3 am Notladeziegel so kann. Also, ich habe jetzt 13, Dennis Vitus hatte 8. Ja. Reicht alles aus, reicht alles völlig aus da. Also das, den Zuwachs, den man da kriegt, reicht normalerweise aus, um tägliche Strecke wieder auszugleichen. Ja, also das wäre auch was Überlegung wert für Firmen, gar nicht,
Ladesäulen so aufzustellen, sondern nur Steckdosen zu machen. Ladesäule ist natürlich viel, viel besser. Warum ist eigentlich eine Ladesäule besser, eine Wallbox? Ganz einfach, weil ich da natürlich die ganzen Sicherheitseinrichtungen mit drin habe. Also die Schutzschalter, Fehlstrom-Schutzschalter für Gleichstrom, für Wechselstrom. Was ich da auch will, ist dann da eingebaut. Ja. Daher ist es normalerweise auch so üblich gewesen, Wechselstrom auch an den bisher so an den Supermärkten anzubieten. Ja? Also Aldi, Lidl und so weiter haben am Anfang immer Wechselstrom nur gehabt. Auch die einfachen, auch jetzt die einfachen Ladesäulen bei mir zum Beispiel jetzt am Ort auch nur Wechselstrom. Ja, und die haben sich so ein bisschen jetzt dazu entwickelt, weil es gibt keine Zoes mehr, in Anführungszeichen. Es gibt keine Autos gerade mehr, die am AC wirklich schnell laden können. Deshalb immer ja die Forderung von den E-Mobilisten, die schon länger dabei sind, die noch diesen Lader von der Zoe kennen, der ja wirklich auch 22 kW mal konnte. Immer die Forderung, hey, am AC soll das Auto 22 kW können. Dann hat man mal diese 11 kW gehabt da, die jetzt da beim Tesla so Standard ist. Inzwischen hat der Tesla auch mal was von 17 und so gehabt. Alles interessant, auch dem großen Akku so ein bisschen geschuldet und auch dem hohen Verbrauch. Aber eigentlich brauche ich das gar nicht. Also ich bin tatsächlich ein Verfechter dieser einphasigen Ladung. Die reicht normalerweise völlig aus, um den täglichen Bedarf wieder reinzuladen. Ja? Und teilweise sogar reicht völlig vollkommen sogar Schuko aus. Schuko ist nicht ganz sicher, kann man jederzeit rausstecken und manche Kabel sind auch nicht super verlegt und die Leitungen werden normal warm, die Stecker und sowas. Also kann ich es verstehen, wenn man sagt, das ist keine gute Lösung. Dieser Schuko Blau Campingadapter ist dann so eher so das mit einer einzelnen verlegten Leitung auch direkt an den Hauptverteiler und dort einer Sicherung. Das wäre dann so die Lösung, die schon mal ein bisschen professioneller ist. Aber kleine Wallbox ist noch besser. So, warum sage ich hier eigentlich diese ganzen Sachen auch von diesen, wie lange braucht und so weiter? Weil ich wurde ein bisschen angefeindet, dass ich da über Nacht an der Ladestation in Weilheim am Rathaus Tiefgarage stehe, ganze Nacht, 10 Stunden lang auflade, mein Auto und die Ladesäule blockiere, hieß es. Ja, es ist jetzt ein bisschen die Frage, wozu ist die Ladesäule bei Nacht eigentlich gut? Also ich habe jetzt schon gemerkt, bei vielen, die so Einschränkungen an Ladesäulen hinstellen, die schreiben nämlich Folgendes. Die schreiben tagsüber, 1 Stunde oder 2 Stunden darf man dort parken und laden und nachts aber unbegrenzt. Ja, ist ja klar, wenn ich mein Auto abends um 20 Uhr dorthin stelle oder auch um 19 Uhr, dann werde ich es vermutlich nicht mehr abholen. Ich werde dann nicht um 22 Uhr, 23 Uhr wieder hingehen oder sogar um 4 Uhr morgens. Und das Auto wiederholen, das ist ja Quatsch, was soll denn das? Ja, also allein die Vorstellung ist ja schon blödsinnig. Ich stelle es natürlich dort auch nur hin, wenn es, naja, fast leer ist, 10% vielleicht noch oder sowas drin ist, sodass das sellig auch am nächsten Morgen erst voll ist oder wenn es morgens um 6 ist oder morgens um 4 ist. Ja? Also zu einer Zeit es wieder voll ist, wenn ich nicht hingehen kann eigentlich. Also wenn ich im Bett liege, ja, das muss man ganz klar wissen. Und deshalb ist bei vielen jetzt auch so, dass Usus sozusagen, ja, du darfst dann über Nacht unbegrenzt dort stehen und laden. Auch die ganzen Laternenparker, wenn jetzt jede Straßenlaterne so einen Anschluss hätte und da könntest du dein Auto dranhängen, ja, ich parke halt die ganze Nacht dort, also lade ich auch die ganze Nacht. Man kann das ein bisschen abmildern, bei uns ist das auch so, in der muss man allerdings dann hinlegen, so ein Zettel, hey, du kannst mich ausstecken, wenn ich fertig bin, weil das können ja einige Autos, also ich habe es beim Ioniq, beim Kona, beim e-Nero, die hatten alle so eine Schaltung, wenn der Ladevorgang fertig ist, gibt er das Kabel wieder frei und dann kann man ausgesteckt werden. Klar kann dann auch das Ladekabel geklaut werden, das ist natürlich immer so der Nachteil, ist nur an Ladesäulen empfehlenswert, die ein angeschlagenes, also selber ein Kabel dran haben, dann ist das eine gute Lösung. Ich habe es dummerweise auch schon gesehen, dass an solchen Ladesäulen die Leute dann auch den Notschalter gedrückt haben, um das Kabel rauszukriegen. Jo, also normalerweise ist es nicht so gedacht. Vor allem nicht an den AC-Ladesäulen, wo ja der Umsetzer von AC auf DC im Auto selber drin ist und deshalb teilweise bei den neueren Autos, den meisten Autos, einphasige Ladung mit 3,6 Kilowatt oder sowas nur gegeben ist oder 7, irgendwas.
das dauert halt dann. Ja, das dauert halt dann tatsächlich. Also die Autos mit 64 kW Akku, kWh Akku, die laden tatsächlich dann erst in 10 Stunden wieder voll. Da gibt es bei uns in der Tiefgarage tatsächlich auch den Parktarif 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens für 1 Euro. Ja, ich gebe ja zu, das ist ein Parktarif, das ist nicht ein Ladetarif. Ladetarif und Parktarif ist aber jetzt gerade gekoppelt, weil man in den Automaten dort, der das Ticket rausgibt, die Option, ich will gleichzeitig laden, nicht integrieren konnte oder sagen wir mal nicht kostengünstig integrieren konnte. Es wird wahrscheinlich aber irgendwann kommen. Und dann ist die Frage, was die Stadt Weilheim auch für die Ladung dann über Nacht haben möchte. Ja, klar, sobald wir jetzt eine Abrechnung haben auf Kilowattstunden, ist die Sache eh gegessen, dann ist ja vollkommen klar. Wenn du dann voll bist, gibt es halt irgendeine Parkgebühr noch oder auch irgendwas anderes, ja. Im Moment ist aber tatsächlich das die praktikable Lösung und die ist auch korrekt. Das ist alles AC-Laden, wie kriege ich mein Auto wieder voll, damit ich wieder weiterfahren kann. Also alles überhaupt kein Problem. Ist halt so. Ja, natürlich kann ich zu Hause laden. Ich mache ja nochmal ein Video, wie kann ich kostenlos laden. Ne? Da gehört das alles so mit rein. Warum sage ich das eigentlich hier? Das ist die alte Generation, Leute. Weil jetzt, wenn du jetzt an Aldi anguckst, einen Lidl anguckst, einen Kaufland anguckst, einen Ikea anguckst, einige davon hatten es schon vorher, aber alle anderen auch und auch normale Gemeinden, auch der Hammer Einrichtungsmarkt vom Dennis, hat demnächst eine Schnellladesäule. Ja, also man schuldet jetzt den großen Akkus und so weiter und dieser langen Ladezeit den Tribut, indem man jetzt Schnelllader aufbaut. Schnelllader sind die neue Zukunft. Schnelllader zu Hause, Schnelllader in meinem Betrieb brauche ich normalerweise nicht, weil dann müsste ich ja tatsächlich nach 2 Stunden, nach einer Stunde in mein Parkhaus rennen und mich abstöpseln. Das macht ja keiner. Muss ich dann ausstempeln oder was? Das ist Unfug. Ja? Also das funktioniert nicht aus. Ich habe einen Lademeister oder sowas. Ne? Das könnte man sich noch überlegen. Wir machen einen Lademeister im Parkhaus. Nee, ich stelle mein Auto auch nicht über Nacht an eine Schnellladesäule. Also Leute, die am Supercharger parken, das ist wirklich die Ausnahme. Haben wir alles schon erlebt? Haben wir alles schon gesehen? Muss ich selber zugeben. Habe ich auch schon erlebt. Mein berühmtes Ladevideo vom Model X. Da stand ich ja fast 2 Stunden mal am Supercharger, weil ich mal komplett auf 100% geladen habe. Und da habe ich es auch erlebt, dass dort ein Kollege war, der tatsächlich sein Model S, glaube ich, den ganzen Tag dort an dem Ding eingesteckt hatte. Klar hat der nicht die ganze Zeit geladen, das Model X war voll oder das Model S war voll. Ja. Das denke ich schon, dass das so ist. Und das ist natürlich dann Murks. Und das hat Tesla zum Beispiel auch gesehen an ihren Superchargern. Da kriegst du dann eine Blockiergebühr. Ja, das geht nicht. Klar, intelligente Leute stecken dann aus und, ja, und solche Scherze noch und bleiben trotzdem stehen. Das kann natürlich das System nicht überprüfen. Wird da vielleicht alles kommen, GPS-Daten. Ja, das ist dann natürlich wirklich Murks. Es ist ja wie wenn Verbrenner die Ladestationen zuparken. Noch gemeiner als nur eingesteckt lassen. Nee, an Schnellladern geht das gar nicht. So, jetzt muss man nämlich mal überlegen, wofür sind eigentlich diese ganzen Ladesysteme gedacht? Schnelllader, schnell laden, schnell auch wieder wegfahren. Genau. Langsamlader, AC, länger laden, länger stehen. Ja, also so ist die Sache. Wer tagsüber 10 Stunden an einem AC-Lader steht, ist natürlich verdächtig. Was macht er da? Ist er im Schichtbetrieb angestellt? Also ist das jetzt für ihn die Schlafenszeit oder ist er am Einkaufen? Da geht man davon aus, der ist am Einkaufen. Und wie lange kauft man ein? 2 Stunden. Also ist eine, 2 Stunden ist dann dort realistisch. Oder man hat eine ziemlich hohe Parkgebühr oder auch eine Abrechnung irgendwie an den Kilowattstunden oder an der Ladegebühr. Dann ist das auch wurscht. Dann kannst du meinetwegen auch 6 Stunden da stehen. Ist sowas von teuer dann, dass du das also eigentlich vergessen kannst. Ist mir auch schon passiert, wo ich mal bei Tesla bei einem Event war und habe direkt neben denen in der Tiefgarage geparkt, wo ein Haufen Lader waren. Und die Parkgebühren waren sowas von teuer, dass ich dann, glaube ich, am Ende damit über 10 Euro Parkgebühr rausgegangen bin, obwohl ich bloß 2 Stunden bei Tesla war, bei irgendeiner Veranstaltung. Mache ich auch nie wieder. Weil nachdem ich jetzt auch weiß, oder inzwischen das so ist, dass man in Stuttgart ja mit dem E-Auto überall kostenlos parken kann. Ich musste ja gar nicht laden, ich wollte das nur kombinieren. Ja. So, Supercharger oder Schnellladestationen ist klar, die sind nicht für das tägliche Laden gedacht, sondern die sind eigentlich dafür gedacht, dass man auf Langstrecke schnell wieder zu seinen
Akku kommt, ne, zu deiner Akkukapazität kommt, um dann weiterzufahren. Und normalerweise sind die Sachen auch so ausgelegt, dass du dann, sagen wir mal, nach einer Zeit im Bereich von, bisher war es so, halber Stunde, 45 Minuten, maximale Stunde, dann wieder so weit gekommen bist, dass du bis zum nächsten Supercharger oder bis zu deinem Ziel gekommen bist. Das war dann so ein Bereich, 200, 250 Kilometer hast du dann wieder reingeladen gehabt. Ja. Und das ist natürlich genau die Dimension auch, die manchen Leuten so ein bisschen zu lange für eine Pinkelpause und zu kurz, um irgendwie eine längere Pause zu machen. Ja, eine Stunde schon, aber eine halbe Stunde ist schon ein bisschen kritisch zum was essen und dann noch und so weiter. Ja, also war das immer noch nicht so die ideale Lösung. Deshalb jetzt die Aktion auch von Tesla, die Ladezeit zu verkürzen. Zwei Sachen haben sie dabei ja jetzt drin. Einmal, wie komme ich zu einer idealen Ladeleistung überhaupt? Also bei AC ist meistens völlig egal. Da steckst du ein, da kriegst du immer dasselbe. Ja, da bist du so weit unten, 4 kW, 7 kW, 11 kW, das ist alles, das kriegst du immer. Außer du hast 95% des Akkus ist es voll oder sowas. Dann natürlich läuft es auch runter. Aber ansonsten dazwischen kriegst du ja immer die volle Ladeleistung. Beim Supercharger-Laden oder beim Schnellladen, wenn du da von 50 Kilowatt und höher redest, ist das ja nicht so, dass du die sofort kriegst. Die kriegst du eigentlich erst, wenn dein System, vor allem der Akku, in dem idealen Temperaturbereich ist. Das kann im Sommer zu heiß sein, er muss gekühlt werden, das kann im Winter zu kalt sein, er muss erwärmt werden. So. Das war bisher auch bei Tesla so. Tesla hatte aber ein sehr gutes Batteriemanagement-Klimatisierungssystem, sodass das dann immer innerhalb von 10 Minuten oder was immer auf, schon wieder auf Level war. Ich habe mich ja immer gewundert, warum unser Model X Pegasus so mods föhnt. Ja, im Sommer vor allem. Ja, weil der kühlt. Wie blöd, ne? Und da haben leider die anderen Lader, also jetzt so ein mal Negativbeispiel, Ampera E, echt Schwierigkeiten. Die konnten da gar nicht gegenhalten. Da war schon beim Laden fertig, bis der seinen Akku mal irgendwie klimatisiert hatte. Und auch hier beim Ioniq, Kona und beim, ja, vor allem bei den größeren, also Kona und e-Niro, hatte ich immer das Gefühl, dass er ungefähr 20 Minuten braucht, bis er irgendwie so den Maximum gekriegt hat. Und dann, je nachdem, wie State of Charge war, ging er auch gleich wieder runter. Also das ist nicht so gut. Also es wäre ja viel besser, ich würde dem Auto sagen, hör mal, ich fahre zu einer Ladestation. Und wenn ich dort ankomme, will ich ja laden. Ich habe auch vielleicht im Navi eingegeben, dass ich bis nach Hannover will von Stuttgart. Das sind 600 Kilometer, da muss ich ja einmal oder zweimal nachladen. Und dann könntest du doch bitte den Akku schon so vorbereiten auf der Fahrt oder kurz bevor wir ankommen, ne, wie viel, je nachdem wie lange du brauchst, dass er dann dort die ideale Temperatur zum Schnellladen hat. Ne? Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und genau das hat wieder mal Tesla, Elon Musk oder wer auch immer sich überlegt und bauen sie jetzt ein. So, es war bisher schon gut. Also wir hatten bisher schon, sagen wir mal, Ladeleistungen, sehr gute Ladeleistungen, über 100 kW, ja, meistens auch sofort oder halt nach einer geringen Wartezeit, war also nie ein Problem. So, und das optimieren sie jetzt noch durch diese Maßnahme, dass sie so eine Klimatisierung, so eine Vorklimatisierung da laufen haben, sodass du mit dem ideal temperierten Akku dort ankommst. Genial. Ja. Man muss also an den Superchargern eigentlich erstmal gar nichts ändern. Ja, die stehen alle schon, die sind alle mehr oder weniger mit der gleichen Technik. Ja, es gibt so zwei oder drei Varianten, glaube ich, inzwischen. Aber sie sind zum Beispiel immer alle so aufgebaut, dass sie so ein Sharing haben. Also zwei so Stalls hängen immer zusammen, die A und Bs. Das wissen auch viele, deshalb lässt man immer so einen Abstand dazwischen, sofern die so durchnummeriert sind. Ich kenne Supercharger, ist das nicht so. Und dann funktioniert das normalerweise auch. Jetzt hat man natürlich gemerkt, nachdem jetzt die Model 3s dann so langsam kommen, wird das da dann doch irgendwie etwas eng. Ich hatte das doch mehrmals schon thematisiert, hatte aber keine Lösung dafür. Ich habe gedacht, man braucht eher so ein System, dass man weiß, wer ist als nächstes fertig und wo muss ich mich anstellen oder irgendwie so ein System haben, damit man weiß, wann man dran ist. Ne? Das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist tatsächlich bei Tesla die Lade. Dauer so runterzunehmen, dass du eigentlich innerhalb von 5 Minuten immer an einen freien Ladeplatz kommst. So, und das heißt aber, ich muss immer auch in 15 Minuten da wieder weg sein. Also das ist so eine Größenordnung jetzt, auf die sie sich so ein bisschen fixieren, dass du da höchstens 15 Minuten am Laden bist. Erste Aktion, wie gesagt, mit dieser Vortemperierung, die ist sofort machbar, die wird demnächst ausgerollt.
Und zweite Aktion ist dann, dass man die bestehenden Lader mal so an die Reserven geht. Ja, und da gibt es auch noch gewisse Leistungsreserven. Die kennt man jetzt ja. Die Dinger sind ja teilweise über zwei Jahre teilweise im Betrieb. Und man hat sehr viel Daten, wie die sich verhalten, also die Ladestationen selber. Und da hat man nach oben wohl scheinbar noch ein bisschen Luft. Also werden die jetzt mal für die, 145 oder was, kW auf jeden Fall mal freigeschaltet. Im Moment hat man nämlich immer bloß 120 so Maximum gesehen. Ja, und jetzt wird mal die Reserve nochmal angekratzt so, oder ich weiß nicht, wo die ihre Endpunkte haben. Und die wird jetzt freigegeben praktisch. Und das führt dann mit diesen beiden Aktionen, führt dann dazu, dass du schon in einen sehr guten Bereich von diesen 15 oder 20 Minuten schon kommst. Immer so ein Bereich dann, dass du so 200 Kilometer vielleicht nachladen kannst, würde ich mal sagen. Das ist so meine Hausordnung, Hausgrößenordnung, ja, Hausnummer. Warum 200 Kilometer? Das ist so die typische, sagen wir mal, Abstand auf der Autobahn zwischen den Superchargern. Na, nächste Aktion ist natürlich mehr Supercharger aufbauen, sodass du die Entfernung noch runterkriegst. Und dann reichen dir vielleicht 5 Minuten zum Nachladen, kurze Pause nach einer Stunde Fahrt. Ja. Typischerweise habe ich aber so im Sinn immer aus Verbrennerzeiten, nach 2 Stunden macht man mal eine kurze Pause. Passt nicht so ganz, also mir würden die 200 Kilometer, 2 Stunden würden mir jetzt persönlich viel besser passen. Na gut, kann man drüber nachdenken. Also das ist mal die Aktion, die wahrscheinlich demnächst kommen wird, funktionieren wird. Also da wird man jetzt gar nicht so viel machen müssen. Hardware-seitig ist alles Software. Das ist ja sowieso der neueste Trend, immer alles mit Software machen. Ja, solange du das mit Software machen kannst, ist es für dich in Anführungszeichen kostenlos. Naja, der Softwareentwickler kostet schon Geld, aber das ganze Ausrollen und so ist viel, viel günstiger, als wenn du in Hardware jetzt irgendwie neue Umsetzer dann irgendwie was verbessern musst, sodass du da eine höhere Ladeleistung ermöglichst. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also da ist die Reserve, wird jetzt angekratzt und dann wird das so gehen. Was die damit noch nicht angehen, ist diese Stall-Geschichte. Das ist noch ein zweites Thema. Also die jetzigen Supercharger der Version 2 vor allem, die jetzt draußen sind, die kann man nur mal an der Reserve kratzen und zusätzlich dieses Akkumanagement reinbauen. Wird vermutlich, ja, es werden glaube ich alle Fahrzeuge sogar können. Weil das konnten sie ja immer schon, sie haben das nur nicht so zielgerichtet gemacht. Also im Navi, da ist das ja hinterlegt. Das Auto weiß ja, dass ich jetzt zum Supercharger fahre. Ja? Also sobald ich einen Supercharger oder irgendeine Ladestation eingegeben habe, kann ich auch sagen, ja, ich brauche die Akku-Vorklimatisierung, damit er dort dann die ideale Temperatur hat und entsprechend lädt. Ja? Also das, denke ich, wird funktionieren. Das ist aber nicht alles. Das ist jetzt im Bereich, vermutlich ist man dann so bei 20 Minuten oder ein bisschen drunter, vielleicht bei 15 schon mit der Aktion. Tesla will aber mehr. Tesla will eigentlich auf so ein Level kommen, dass du in gegen 5 Minuten bloß noch brauchst. Ja, würde ich mal so sagen. Das ist so die Idee. Da ist auch ein Tesla. Ein blaues Model S. Ist ja cool. Ja, hätte ihm winken sollen, er war, wo er neben mir war. Jo. Supercharger Version 3. Ah. Die sind irgendwie jenseits von Gut und Böse. Ja. Die haben ein bisschen mehr Leistung. Die haben noch nicht die 350 kW, aber vielleicht die 250. Ja. Und wir kennen ja Tesla. Die geben uns nicht erst gleich alles. Ja. Das dauert ein bisschen. Also werden die wahrscheinlich auch Reserve haben. Können wir von ausgehen. Im Moment geben sie uns die 250 kW. In dem bisherigen Akkusystem mit dem 400 Volt Akku. Das heißt, die schießen dir da mehr Amperes drüber. Und das ist dann schon in der Größenordnung, wo das Kabel richtig warm wird. Sprich, mit den jetzigen Superchargern geht das nicht. Ende. Also die müssen andere Supercharger-Kabel aufbauen, flüssigkeitsgekühlte Kabel, damit das mit den hohen Strömen überhaupt funktioniert. Das ist ja der Gedanke gewesen bei Porsche, die haben sich das auch überlegt und haben gesagt, es ist uns zu teuer, so eine Ladetechnik aufzubauen. Wir gehen auf 800 Volt, da können wir dann bei den bisherigen Amperezahlen bleiben. Ihr könnt das ganz einfach ausrechnen und womöglich auf eine Flüssigkeitskühlung sogar verzichten. Wir haben zwar diese höhere Spannung, die natürlich andere Probleme ergibt, ne? Übersprung und was weiß ich, was da so das Problem ist, ist die Frage.
ob man sich das Gefallen damit tut, wenn man das so macht. Tesla hat, wie gesagt, das sich so nicht entschieden. Vermutlich aber im Moment aus Kompatibilitätsgründen, ganz einfach, weil sie die Supercharger halt so jetzt da stehen haben. Aber sie wollen mit der bestehenden Technologie, die 400-Volt-Technologie, mal gucken, was so geht. Und da sagen sie, wir sind da bei 250 kW. Das können wir uns vorstellen. Mit flüssigkeitsgekühlten Kabeln. Ist natürlich die Frage, ob das dann jedes bisher ausgelieferte Model S, X und 3 kann. Vermutlich nicht. Die können nur diese Vorklimatisierung und noch diese Sache da mit den 140, 145 oder was kW. Das wird wohl noch gehen. Ich hoffe auch, dass die Autos dann auch an den Ionities, Fastnets, das dann auch können. Also wenn sie, sofern sie CCS-Lader drin haben. Ja, das werden wir dann sehen. Aber das ist so der nächste Move. Und wenn man jetzt so ein bisschen rechnet, kann man sich ja so ein paar Beispielrechnungen überlegen. Oder Tesla hat es ja auch angestellt und es ist im Grunde auch logisch. Ich komme dann, wenn wir jetzt im Moment bei 140 kW so sind, das ist natürlich immer so ein bisschen Peak. Ne? Wie lange der das hält, ist immer die Frage. Die 250 hält er nämlich auch nicht ewig, die hält er nur mal kurz. Ja? Aber trotzdem komme ich dann in einen Bereich, wo ich so bei 5, ich würde mal sagen bei 5 bis 10 Minuten Ladezeit bin. Also die ich dort an einem Supercharger stehe und dann kann ich eigentlich weiterfahren, um bis zum nächsten Supercharger zu kommen, der in 200 Kilometer Entfernung ist. Also das ist so die Größenordnung, mit der ich da kalkuliere. Und ich muss euch ehrlich sagen, 5 Minuten, 10 Minuten, da kann ich kaum auf Toilette gehen. Da muss ich neben dem Auto stehen bleiben fast. Da muss ich mich also echt beeilen. Ja, zugegeben, die Toiletten, die da an den Superchargern sind, sind alle mit Geld. Und das heißt auch immer, dass ich dann da erstmal Geld suchen muss, in mein Portemonnaie einwerfen muss. Dann bin ich kurz auf Toilette, dann komme ich wieder raus. Dann überlege ich mir, ob ich mit dem Coupon irgendwas anfange, den ich da bekommen habe, also irgendwas kaufe. Und dann gehe ich wieder aus dem Laden raus und ich muss überhaupt mal in den Laden reingehen und die Toilette suchen, all solche Sachen. Ja, und da bin ich ziemlich schnell bei 10 Minuten, wenn ich noch Frau und Kinder dabei habe, sowieso. Ja, also das ist gar nicht so das Problem. Es ist eher so, dass das Auto dann wieder schneller fertig ist mit dem Laden, als ich bin mit meinem Service. Ne? Also das ist jetzt teilweise schon so, wenn man Ladezeiten von 15 oder 20 Minuten hat, kann das auch schon passieren. Aber wir kommen deshalb, muss man ganz deutlich sagen, bei 5 bis 10 Minuten Ladezeit, um wieder auf 200 Kilometer zu kommen, in einen Bereich, das ist tanken. Das ist gar nicht laden, das ist tanken. Sprich, die Supercharger könnten auch anders aufgebaut sein, nämlich so wie Tankstellen zum Durchfahren. Ich könnte mich hinten anstellen. Ja, das muss man auch so machen. Jetzt muss man ja immer wegfahren und du kannst gar nicht irgendwo warten. Also es gibt gar keinen Wartebereich am Supercharger. Im Moment ist das so gedacht, dass du sofort ranfahren kannst und dann sofort laden kannst. Wenn du warten musst, dann ist Chaos im Moment. Da muss Tesla sowieso von weg. Night Modus. Ja, also da sind ja teilweise dann von den Service-Centern oder so Leute da hingefahren dann von Tesla und haben das so ein bisschen gemanagt, damit da nicht das Chaos auf dem Parkplatz herrscht. Das ist gar nicht vorgesehen. Also man hat keine separaten Warteplätze. Ja, das hat man nicht. Und das wird man demnächst nicht mehr brauchen. Und ich glaube auch, dass künftige Supercharger eher so zum Durchfahren dann sind. Also die Supercharger Version 3, wenn die aufgebaut werden, da sollten dann die Ladestationen eigentlich so gemacht werden, dass man eher durchfahren kann. Oder zumindest, dass es so eine Art Wartebereich gibt, wo dann das nächste Auto schon mal sich einreihen kann. Wäre natürlich auch schön, wenn die Supercharger in irgendeiner Form eine Anzeige hätten, wann hier der nächste Stall eigentlich frei wird. Das ist ja dann fast wie so, wenn du auf der Kfz-Zulassung bist. Da ziehst du ja auch eine Nummer. Also kann ich mir alles vorstellen, dass das hier online alles funktioniert zum Beispiel. Also bin auch davon überzeugt, dass sowas alles geht. Wir können ja jetzt schon gucken, wie viele Stalls belegt sind. Man sieht nicht genau, welcher das belegt ist und wie lange und so. Das kann man aber alles auf das erweitern. Also ich bin immer erstaunt über dieses, ich nenne es teilweise Genialität, die irgendjemand, ich weiß nicht, ob es Elon Musk ist oder jemand anders bei Tesla, einfach noch einen Schritt weiter gedacht hat. Ja? Und ich merke jetzt wieder, was da noch für Potenzial drinsteckt mit der Technologie, die sie da jetzt haben, mit der Hardware, wie wir das immer so schön nennen, und was ich dann durch einfache Software-Erweiterung alles noch hinkriege. Ja, auch nochmal zu erwähnen ist, die Supercharger 3.0 werden noch diese Abhängigkeit nicht haben mit den Stalls.
Also nebeneinander liegende Stalls oder AB-Stalls werden nicht, nicht am gleichen Umsetzer-Transformator hängen, Gleichrichter, Umrichter, sodass die Technik nicht mehr redundant, also nicht mehr für zwei benutzt wird, sondern jeder hat seinen eigenen. Ja? Und dann wird man auch immer die volle Ladeleistung kriegen an diesen Supercharger 3.0 Stationen. Ja? Und das ist so weit oberhalb von dem, was im Moment die Spitzenautos, und das ist dummerweise ein e-Niro und ein Kona, von der Ladeleistung her, so bieten. Das ist ein sowas von Abstand. Da müssen sich die anderen, also die jetzt kommen wollen, muss man mal sagen, ein e-Tron mit seiner Ladeleistung und auch ein Taycan oder die EQCs erstmal beweisen, ob sie das können. Gut, beim e-Tron haben wir es gesehen, das gebe ich zu, das ist eigentlich real. Bei den anderen weiß ich es nicht und ich weiß es vor allem nicht bei denen, die eigentlich in dem Segment direkt unterwegs sind, weil ein Jaguar oder auch, würde ich mal sagen, EQ, die EQ-Serie, vor allem die ersten, die jetzt kommen, die SUVs alle und auch der e-Tron, die spielen für mich nicht unbedingt gegen das Model 3. Ja, die spielen für mich eigentlich gegen die teureren Modelle S und X. Ja, und dann in dem Massenmarktsegment bin ich nicht. Im Massenmarktsegment ist dann vermutlich VW mit den IDs. Und da ist ja völlig unklar, was die für eine Ladetechnik dann nachher auch im Schnellladerbereich drin haben. Ja, die müssen gegen das antreten. Also es ist doch so, ich habe ja so ketzerischerweise den Uwe und Michael herausgefordert, beim E-Cannonball doch mal andere alternative Antriebssysteme zuzulassen, zum Beispiel Wasserstoff. Und klar, man hat es nicht gemacht, weil im Moment sind die Wasserstoffautos in Bezug auf Langstrecke den reinen E-Autos überlegen, weil sie halt eine schnellere Ladetechnik haben. Sobald jetzt, also nächstes Jahr, zum Beispiel Tesla jetzt auch Supercharger 3.0 im 200 Kilometer Abstand auf der Autobahn von Nord nach Süd haben könnte, dann denke ich mal, werden sie die Herausforderung annehmen, weil dann wäre ein entsprechend ausgerüstetes Model 3 womöglich auch in der Lage, in 5 Minuten wieder vollzuladen oder zumindest so weit zu laden, dass man wieder weiterfahren kann, dass es ebenbürtig einem Wasserstoffauto ist, eigentlich ja auch ebenbürtig einem Verbrenner ist. Ja. Ein bisschen Unterschied ist natürlich noch in der Reichweite, die man dann da reinkriegt. Das ist vielleicht noch ein Unterschied, obwohl ich auch nicht weiß. Ich habe ja nur in 5 Minuten jetzt mal für 200 Kilometer, glaube ich, Wasserstoff geladen, getankt. Ich weiß nicht, wie lange das braucht, wenn ich für 400 Kilometer, normalerweise auch das Doppelte. Also stehe ich ja doch auch 10 Minuten da. Was ist denn hier los heute? Warum fahren die alle auf der Nebenstrecke rum? Ja, also das ist so meine Überlegung jetzt und ich fand es ein bisschen seltsam, dass natürlich die batterieelektrische Fahrzeugblase sich dieser Herausforderung im Moment noch nicht annimmt, weil es wäre ein schöner Vergleich. Klar, wer hätte vielleicht das Wasserstoffauto gewonnen, aber es hat ja wahnsinnig viele Nachteile. Und nächstes Jahr, wenn dann diese Superschnelllader existieren und auch ein Taycan richtig fahren kann, weil es nämlich auch die Ladeinfrastruktur gibt es ja leider auch nicht, dann hat man vielleicht gar nicht mehr das Problem des Ladens, sondern dann geht es tatsächlich nur noch rallymäßig drum, wie gut komme ich durch, wie viel Stau habe ich und funktioniert die Infrastruktur. Ne? Gut, von Tankstellen, dass die Tankstellen funktionieren, gehen wir immer davon aus. Ob Wasserstofftankstellen funktionieren, weiß ich nicht. Und ob Schnellladestationen funktionieren, wisst ihr selber, dass das ein bisschen problematisch ist. Tesla war da immer sehr gut. Das muss auch weiterhin so sein. Wenn ich mich darauf verlassen will, muss ich mich tatsächlich auf die Anzeige in meinem Navi verlassen und jederzeit eigentlich einen Supercharger anfahren können, der auch tatsächlich mir die entsprechende Ladeleistung zur Verfügung stellt. Ja, so viel mal eine Diskussion hier mit mir über die künftigen Ladesysteme und auch über AC-Laden, wie das in Zukunft aussehen wird und über Nachtladen. Ihr könnt gerne eure Kommentare dazu abgeben und ich parke jetzt hier mal sauber ein. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.